Sie sind schon ein bisschen außergewöhnlicher und anders als andere Musiker. Seit fast 10 Jahren stellen Sie jetzt die Musikwelt auf den Kopf. Die 4 Damen des Quartetts Salut Salon. Denn Ihr Parforce-Ritt durch die Klassik ist eine Mischung aus Kunst, Können, Artistik und ein bisschen Klamauk ist auch dabei. Gestern Abend war das Ensemble im Kieler Schloss zu Gast. Bei Jugend musiziert lagen sie stets ganz vorn. Sie haben sich in berühmten Orchestern ausbilden lassen, im Ausland gespielt und zahlreiche Musikpreise eingeheimst. Eine klassische Karriere, das reicht ihnen aber nicht. Wir wollten mal gucken, wie weit wir es treiben können. Und seitdem sehen die Konzerte von Salut Salon eher so aus. Die Leichtigkeit der Klassik oder einen sich darüber lustig machen? Es geht doch nur um Emotionen ein. Es geht doch nicht um Bildung oder um zu wissen, wie man atmet, mit welchem Anzug man anhat. Und zu schaffen wie ein Rattenfänger von Hamel, dass Leute, die überhaupt kein Interesse an klassischer Musik haben, in unseren Konzerten schmerzfrei und sogar freudig sitzen, das freut uns ganz besonders. Außerdem wurde früher bei Händel-Opern sogar gepicknickt. Also kennen die 4 Hamburgerinnen keine Tabus. Weder beim Tanz zum russischen Volksgut noch bei Beethoven. Hier darf das Ensemble dann auch der einzige Mann unterstützen, die Puppe Oskar. Uns ist eigentlich nur wichtig, dass die Menschen wirklich Freude haben. Und das ist eben das Schöne, dass sie das sowohl haben, wenn sie sich mit Klassik auskennen und die viele Musikzitate dann auch einordnen können, die wir verwenden. Aber auch die Musik spricht auch für sich, wenn man jetzt nicht weiß, dass das aus der Mozart-Oper sowieso stammt. Und das ist das Schöne, dass das für beide Seiten funktioniert. Und wenn man jetzt noch bemerkt, dass das neue Programm namens Klassisch verführt auch noch ebenso charmant präsentiert wird und hinter allem eine Menge Können steckt, dann haben die 4 eigentlich nichts falsch gemacht. Ich glaube, dass Schöne ist, dass wir so sehr unser Leben vergeigt haben, das so sehr gelernt haben mit Konzertexamen und allem drum und dran, dass wir das Glück hatten, dass wir noch von keinem Klassiker Ärger bekommen haben hinterher, sondern eher die Klassiker sagen hinterher, Mensch, unglaublich, was man damit machen kann.